Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Rechtsfragen im Geschäftsverkehr mit Aserbaidschan und Kasachstan. Vorab zu Ihrer Information, das Webinar wird aufgezeichnet und Ihnen samt Präsentationsunterlagen im Anschluss an das Webinar per E-Mail zur Verfügung gestellt. Zu Beginn darf ich mich und die heutigen Referenten kurz vorstellen. Mein Name ist Jakob Kemmer und ich arbeite als Manager im Bereich ausländisches Wirtschaftsrecht bei der Germany Trade Invest in Bonn. Ich werde heute dieses Webinar moderieren. Einmal wird heute Herr Dr. Azar Aliyev zu Ihnen sprechen. Er ist Juniorprofessor für internationales Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zudem besitzt er einen Lehrauftrag an der Juristischen Fakultät der Staatlichen Universität Baku. Herr Dr. Aliyev nimmt darüber hinaus regelmäßig an internationalen Rechtsberatungs- und Entwicklungsprojekten, unter anderem der UNCTAD, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, und der USAID teil. Zum anderen ist heute Herr Dimitri Marenkov ein Referent des Webinars. Sein Jurastudium absolvierte er in Köln, London und Dundee. Er ist Senior Manager im Bereich ausländisches Wirtschaftsrecht bei der GTAI in Bonn und Mitglied im Chartered Institute of Arbitrators in London. Bei der GTAI ist er schwerpunktmäßig zuständig für Mittel- und Osteuropa, Russland bzw. die GUS-Staaten sowie für Fragen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Herr Marenkov hat zahlreiche Publikationen zu diesem Thema verfasst und ist regelmäßiger Referent auf Veranstaltungen und Fachkonferenzen. Nun möchte ich Ihnen noch kurz unsere Gesellschaft Germany Trade and Invest oder kurz GTAI etwas näher vorstellen. GTAI ist die zentrale Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland. Wir informieren nicht nur über Auslandsmärkte auf der ganzen Welt, sondern werben gleichzeitig auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland und begleiten ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Außerdem haben wir den Sonderauftrag, die Internationalisierung der ostdeutschen Wirtschaft zu fördern. Im Bereich ausländisches Wirtschaftsrecht speziell informieren wir deutsche Unternehmen, die bereits im Ausland geschäftlich aktiv sind oder gerne aktiv werden möchten, über das dort anwendbare Recht. Das Themenspektrum ist hierbei sehr breit gefächert, vom Gesellschaftsrecht über Steuerrecht bis hin zum Zivilrecht des jeweiligen Landes. Die GTAI hat mittlerweile über 50 Standorte weltweit. Neben den beiden Standorten in Berlin und Bonn sind wir auf allen Kontinenten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort vertreten, um deutschen oder ausländischen Unternehmen bei ihren Expansionsplänen zu helfen. Alle Standorte im Ausland sind als Bürogemeinschaften unter dem Dach der Außenhandelskammern AHKs organisiert. Auch die GTAI hat in Zeiten des Coronavirus eine Sonderseite eingerichtet, auf der wir Sie mit ständig aktualisierten Informationen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf Auslandsmärkte sowie die damit verbundenen rechtlichen und zollrechtlichen Informationen versorgen. Wir freuen uns, wenn Sie hier einen Blick drauf werfen würden. Sollten sich während des Webinars Fragen ergeben, so können Sie diese gerne jederzeit über die Chatfunktion am rechten Bildschirmrand stellen. Unsere Referenten werden diese dann am Ende bzw. im Nachgang zu diesem Webinar beantworten. Das Webinar wird circa eine Stunde dauern. Und nun übergebe ich an meinen Kollegen Herrn Marenkov und wünsche viel Spaß beim heutigen Webinar. Ja, vielen Dank, Herr Kemmer, für die freundliche Vorstellung. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wir haben heute eine gute Stunde, um zwei interessante Länder zu behandeln. Da sind zwei Länder, die nicht ganz so häufig Gegenstand von Veranstaltungen und Publikationen sind, jedenfalls im juristischen Bereich, aber durchaus relevante Handelspartner sind und auch einiges an Potenzial mitbringen, und zwar nicht nur im Rohstoffbereich. Auch die Rechtsentwicklung in diesen Ländern ist spannend zu beobachten. Ich freue mich ganz besonders, dass wir für die heutige Veranstaltung einen ausgewiesenen Experten wie Dr. Azar Aliyev gewinnen konnten. Herr Azar Aliyev befasst sich seit vielen Jahren mit dem Zivil- und Wirtschaftsrecht in den beiden heute behandelten Ländern, aber auch in anderen Ländern dieser Region. Und ich würde behaupten, er kennt sich wie kein anderer, so gut wie kaum ein anderer in Deutschland mit den rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen speziellen Ländern aus. Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit hat er auch zahlreiche praktische Erfahrungen in diesen Ländern gesammelt. Und Herr Aliyev ist heute im Übrigen live aus Baku zugeschaltet.
Lieber Azar, vielen Dank dafür, dass du heute zur Verfügung stehst. Guten Tag, hallo allerseits und hallo Dmitri, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich wirklich. Und wir haben uns bei der Vorbereitung des heutigen Webinars auf folgende Themen verständigt. Das wird ein Gesamtüberblick sein. Dabei werden wir zunächst einen Blick werfen auf die Entwicklungen der Handelsbeziehungen mit diesen beiden Ländern und dann einige Aspekte der Unternehmensgründung, der Vertragsgestaltung, Rechtsverfolgung, einige Investitionsrahmenbedingungen erwähnen und auch die eine oder andere aktuelle Rechtsentwicklung an dieser Stelle erwähnen. Nun zunächst der angekündigte Blick auf die Handelsbeziehungen. Hier können Sie die Entwicklung der letzten 10 Jahre sehen. Es hat Hochs und Tiefs gegeben. Interessant ist, dass im ersten Quartal des laufenden Jahres es unterschiedliche oder ganz unterschiedliche Entwicklungen gegeben hat bei der Entwicklung des Handelsumsatzes. Einen relativ starken Rückgang beim Handelsumsatz mit Aserbaidschan und dafür aber eine Steigerung von fast einem Drittel beim Handelsumsatz mit Kasachstan. Sie sehen, Kasachstan ist zahlenmäßig der stärkere, der größere Handelspartner aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen uns heute aber an die alphabetische Reihenfolge halten. Also bei jedem Thema fangen wir mit Aserbaidschan an und machen mit Kasachstan weiter. Hier noch eine weitere Statistik ganz kurz. Das sind die deutschen Exporte in diese Länder, Werte für die letzten 5 Jahre. Hier gab es nur einen kleinen Rückgang bei den Exporten nach Aserbaidschan im laufenden Jahr, jedenfalls im ersten Quartal, und auch ein dickes Plus bei deutschen Exporten nach Kasachstan. Hier können Sie auch den Rang sehen unter den Bestimmungsländern für die deutsche Exportwirtschaft, also quasi die Relevanz dieser Länder im Augenblick. Nun, auch aus der Sicht dieser Länder ist Deutschland ein wichtiger Handelspartner, jeweils unter den Top 5 der Warenlieferanten. Weitere Wirtschaftsinfos und Branchenberichte können Sie unter den Shortlinks, die ich hier aufgezeichnet habe, gerne abrufen. gti.de/ und dann der Ländername, also Aserbaidschan oder Kasachstan. Nun, für einen Blick auf eine Rechts- bzw. Wirtschaftsordnung bietet sich an, einen Blick auf ein Ranking. Und an erster Stelle kommt hier insbesondere der Doing Business Bericht der Weltbank in Betracht. Wie Sie wissen, werden jährlich die Rahmenbedingungen in 190 Ländern der Welt unter die Lupe genommen, und zwar unter dem Blickwinkel Ease of Doing Business, also Wirtschaftsfreundlichkeit der Vorschriften. Es wird der Aufwand gemessen, der zeitliche und der finanzielle Aufwand, der mit bestimmten wirtschaftlichen Aktivitäten auf diesem Markt verbunden ist. Und wie Sie sehen, beide Länder stehen ziemlich gut da. Kasachstan Platz 25, Aserbaidschan Platz 34. Und beide Länder haben auch jeweils 2 Top-10-Platzierungen zu bieten. Man sollte hier auch betonen, dass die Platzierung sich in den vergangenen 5 Jahren wesentlich gebessert hat. Eine Verbesserung um 46 Plätze im Falle von Aserbaidschan seit dem Jahre 2015 und sogar um 52 Plätze im Falle von Kasachstan. Das Ganze kommt auch nicht von ungefähr. Jedenfalls für Kasachstan kann ich sagen, das ist ein ausgerufenes Ziel in Präsidialdekreten und Gesetzen gewesen ist. Also man hat diesen Erfolg auch ins Auge gefasst und dann auch konsequent hat man die Position hier verbessert. Azar, hier möchte ich eine Frage an dich richten, und zwar, du bist viel in diesen Ländern unterwegs. Wie ist deine Meinung zu diesem Ranking? Spiegelt das die Realität gut wider? Also, ich bin da eher so ganz ehrlich ein bisschen skeptischer, sage ich mal. Das hast du auch gut erwähnt und das ist genauso in Aserbaidschan wie in Kasachstan. Das gehört zu den Zielen irgendwie, weiß ich nicht, Top 20, Top 30, der im Doing Business Ranking da einen Platz einzunehmen. Und das führt dazu, dass man de facto, das sind alles Zahlen und Statistiken lassen sich ja schön
beschönigen, sage ich mal. Und deswegen haben die Länder gezielte praktisch Maßnahmen getroffen, um genau diese Rankings zu erreichen, was aber bei weitem nicht bedeutet letztendlich, dass das alles genauso perfekt funktioniert. Also wenn ich Krediterhalt sehe, Platz 1 Aserbaidschan, das spiegelt nicht die Wahrheit. Also es ist so, dass in Aserbaidschan ist das ziemlich schwierig, an die Kredite heranzukommen. Die Zinsen sind sehr, sehr hoch, also über 20%. Und deswegen, das ist einfach ein technisches Spiel der Nationalbank, der sagt, okay, sie können an die Gelder ran, das geht ziemlich einfach. Aber wenn man faktische Situationen sich anschaut, stimmt das nicht. Andererseits aber, es gibt durchaus Zahlen, also ich würde sagen, Gesamttendenz ist schon richtig. Das hat sich auch vieles tatsächlich gebessert. Und zum Beispiel finde ich bei Unternehmensgründung, auch beide Länder sind entsprechend vertreten. Also das ist wirklich sehr einfach, ein Unternehmen in Aserbaidschan zu gründen, mit allen verbundenen Risiken aber auch genauso in Kasachstan. Und hier sind wir so im, also das würde ich schon als ein Richtwert sehen, aber auf keinen Fall auf Goldwaage sozusagen dann werfen mit diesen Zahlen. Das ist nicht so ganz repräsentativ. Ja, vielen Dank für diese praktische Äußerung. Tatsächlich, dieser Bericht wird teilweise auch dafür kritisiert, dass hier das Ganze nur, dass hier nur quasi der zeitliche und der finanzielle Faktor gesehen wird und der sich relativ leicht beeinflussen lässt, aber dann andere Probleme, die in der Praxis existieren, vielleicht außer Acht lässt. Nichtsdestotrotz interessant zu sehen, dass diese Länder so gut platziert sind. Vermutlich hätten nicht alle von ihnen diese Platzierung erwartet. Ein weiteres Ranking, was man auch in Betracht ziehen kann, ist der bekannte Korruptionswahrnehmungsindex der NGO Transparency International. Hier wird also die Wahrnehmung der Korruption im öffentlichen Sektor in diversen Ländern der Welt gemessen oder man versucht es zu messen, so gut es geht. Und hier ist die Platzierung in beiden Fällen nicht ganz so gut. Gleichzeitig, wenn wir das mit anderen Ländern der Region vergleichen, schneiden Aserbaidschan und Kasachstan dann doch nicht ganz so schlecht ab. Ich als Beispiel nenne ich hier nur Russland, Usbekistan, Ukraine, die noch eine negativere Bewertung hier an den Tag legen. Azar, auch an dieser Stelle eine Frage an dich. Hast du eine Meinung zu diesem Ranking? Ach, auch ganz, ganz schwierig. Also ich bin sehr vorsichtig bei den Rankings insgesamt. Und hier, was bedeutet Wahrnehmungsindex der Korruption? Das kommt immer auf die Wirtschaftsbranche, auf bestimmte Behörden, auf Ministerium. Insgesamt vielleicht, ja, das mag ja das stimmen. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Aber trotzdem, also die Platzierungen, so diese pauschale Darstellung, die überzeugt mich wirklich nicht, ganz ehrlich. Okay, Dankeschön. Das war quasi der Einstieg. Ein Blick von außen auf die Rechts- bzw. Wirtschaftsordnung und jetzt möchten wir ins Detail gehen und unser erstes Thema wird sein, die Unternehmensgründung in Aserbaidschan. Azar, ich übergebe an dich. Ja. So, was die Unternehmensgründung angeht, Aserbaidschan ist ziemlich weit vorne, ich würde sagen tatsächlich auch weltweit, da wurden viele Reformen durchgeführt. Und innerhalb von 10 Jahren ist man wirklich von ganz, ganz schlechten Rahmenbedingungen zu ziemlich vorbildlichem System übergegangen. Also es gilt ein öffentliches Handelsregister mit Publizitätswirkung, ähnlich wie in Deutschland. Genauso oder ähnlich wie in Deutschland sind weit verbreitet die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die heißen in Aserbaidschan MMG. Es gibt aber auch die Formen wie offene und geschlossene Aktiengesellschaften, wobei bei der Unternehmensgründung sollte man jetzt gerade achten, dass gerade bei geschlossenen Aktiengesellschaften, bei GCG, gerade steuerliche Vorteile eingeräumt werden und die sich kaum, also in der faktisch Betreuung und in der Gründung von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung unterscheiden. Deswegen, das könnte dort durchaus eine interessante Option sein, also eine interessante Alternative zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Es gibt noch ein bisschen Kooperative, das sind so Genossenschaften, könnte man sagen. Insbesondere im Bausektor war das sehr üblich. Also man hat keine Bauträgerverträge geschlossen, wie das in Deutschland üblich ist, sondern hat Kooperative gegründet. Das lässt jetzt so ein bisschen nach, dafür aber es werden immer zunehmend in zunehmender Weise Kooperative in der Agrarwirtschaft faktisch mit staatlicher Förderung gegründet, wo der Staat tatsächlich auch dann den Agrarwirten die Bedingungen schafft, dass sie sich zusammenschließen und bestimmte Art von Technik und so weiter zusammen kaufen können. Was insgesamt die rechtliche Regulierung angeht, also wie gesagt, die Gründungsphase ist sehr gut reguliert, aber das Gesellschaftsrecht in sich ist noch unterentwickelt. Also noch vor 15, 20 Jahren gab es ein GIZ-Projekt und da wurde ein Entwurf für aserbaidschanisches Gesellschaftsrecht oder Kapitalgesellschaftsrecht entwickelt. Dieser Entwurf liegt aber leider immer noch in der Schublade. Deswegen, also das ist gerade im Aufbau der gesamte Gesellschaftsrecht und da sollte man doch ein bisschen vorsichtig sein, insbesondere was die gesamten, also gesellschaftsrechtlichen Aspekte da angeht, herrscht teilweise tatsächlich Unsicherheit. Also es ist ziemlich einfach zu gründen, es herrscht Rechtssicherheit, was Handelsregister angeht, aber interne Beziehungen, also gesellschaftsinterne Beziehungen, die innere Beziehungen, die Gesellschafter, da sollte man wirklich sehr vorsichtig sein und am liebsten jedes Mal nochmal das zweite Mal überprüfen lassen, was man da gerade machen will. Und man sollte versuchen, komplexe Gesellschaftsstrukturen zu vermeiden. Es gehört zwar nicht direkt zur Unternehmensgründung, aber man sollte beachten, gleich bei der Unternehmensgründung kann man auch die Besteuerung mitwählen. Vieles geht elektronisch, das werde ich gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Und bei einem Gesamtumsatz von 200.000 aserbaidschanischen Manat, das sind ungefähr 100.000 Euro bis zu diesem Umsatz, man kann eine Pauschalbesteuerung von 2% vom Umsatz beantragen und dann ist man Umsatzsteuer befreit. Praktisch, man wird dann keine Umsatzsteuer pflichtig sein. Es gibt dann andere Modelle für bestimmte Bereiche, Wirtschaftsbereiche, zum Beispiel Restaurants können mit 5% pauschal vom Umsatz dann besteuert werden und so weiter. Die Regelbesteuerung bleibt aber immer als Option da. Man kann sich einfach entscheiden und wenn man sich für Regelbesteuerung entscheidet mit Umsatzsteuerabführung und so weiter, das ist dann gar kein Problem. Ein paar Zahlen zum Mindestkapital, also es gilt bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung nur ein Manat, sprich also ungefähr, das ist nicht mal erwähnt, aber man geht davon aus, dass man einen aserbaidschanischen Manat hat. Bei geschlossenen Aktiengesellschaften, da sind 2000 Manat, so circa 1040 Euro und bei offenen Handelsgesellschaften, da sind 4000 Manat, entsprechend so ungefähr 2000, bisschen über 2000 Euro. Nächste Seite, bitte. Genau. Wie gesagt, die Gründung geht schnell, weil es kann alles elektronisch beantragt werden. Die einzige Hürde auf diesem Weg ist faktisch nur Beschaffung einer elektronischen Signatur. Die aserbaidschanischen Staatsbürger haben die automatisch. Die ausländische natürliche Personen können so eine Signatur auch elektronisch beantragen in Aserbaidschan und im aserbaidschanischen Konsulat in entsprechenden Land dann entgegennehmen. Also sprich, man kann sich da anmelden auf der entsprechenden Webseite, eine elektronische Signatur beantragen und in Berlin die entgegennehmen und damit schon eine Gesellschaft in Aserbaidschan gründen. Das geht ziemlich schnell und unproblematisch. Schwieriger ist das, wenn man mit juristischen Personen zu tun hat, dann juristische Personen können keine elektronischen Signaturen online beantragen. Sie können dann auch dann, sprich online, nicht gründen. Dafür müssen die dann faktisch ins Land. Das Verfahren da aber dauert auch meistens nur einen Arbeitstag maximal. Man für eine deutsche Gesellschaft, die in Aserbaidschan eine Tochtergesellschaft gründen will, es reicht meistens nur Auszug aus dem Handelsregister, Satzung dieser Gesellschaft und gegebenenfalls eine Vollmacht. Also man muss aber,
unbedingt beachten, dass zwischen Deutschland und Aserbaidschan Haager Apostille-Übereinkommen nicht gilt. Es bedeutet, man benötigt jedes Mal, also für die Beglaubigung, man braucht eine konsularische Beurkundung, also das muss im aserbaidschanischen Konsulat in Berlin alles nochmal beglaubigt werden. Das läuft auch, also würde ich sagen, problemlos. Man kann die Dokumente auch hinschicken und zurückerhalten. Das dauert meistens so ungefähr 2 Wochen. Wenn man selber hinfährt, das kann man innerhalb von wenigen Stunden, also meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, innerhalb von wenigen Stunden das alles erledigen. Es gibt keine nennenswerte, zumindest gesellschaftsrechtliche Einschränkungen für Ausländer und ausländische Gesellschaften in Aserbaidschan etwas zu gründen. Es gibt keine Anforderungen, die man aus vielen anderen Ländern kennt, einen lokalen Partner sozusagen mit als Gesellschafter mit einzubeziehen. Man kann eine 100%ige Tochter direkt in Aserbaidschan gründen und das läuft alles, also soweit ich das kenne, auch problemfrei. Problematischer könnte es sein aus der aufenthaltsrechtlichen Sinne. Sollte es dazu kommen, dass ein deutscher Staatsbürger nach Aserbaidschan, also in Aserbaidschan, einen Aufenthaltstitel beantragt, da muss man tatsächlich ein bisschen die Einzelheiten beachten. Das ist alles machbar und auch ziemlich transparent, ist aber mit gewissem Aufwand verbunden. Man muss viele Nachweise auch dann tatsächlich da aufführen. Was Visafreiheit angeht, man darf nach Aserbaidschan reisen, also für kurzfristige Aufenthalte. Man benötigt ein Visum als deutscher Staatsbürger, aber dieses Visum kann man online beantragen. Das bedeutet, also bei 20, glaube ich, US-Dollar, wenn man bezahlt, dann wird das Visum innerhalb von 2-3 Tagen ausgestellt. Wenn man bezahlt etwa 60 Dollar, dann wird das Visum innerhalb von 3 Stunden ausgestellt. Also das läuft auch ziemlich unproblematisch. Das bedeutet bei der Unternehmensgründung, also man kann ziemlich spontan dann auf alle diese Sachen reagieren und es besteht keine nennenswerte Reisebeschränkungen in dieser Sicht. Das ist, glaube ich, ist alles meinerseits zur Unternehmensgründung in Aserbaidschan, Dmitri. Ja, Masana, vielen Dank. Du hast auf der vorherigen Folie geschlossene Aktiengesellschaften erwähnt, die auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, für die Gründung eines Tochterunternehmens in Betracht kommen. Ja. Hier würde mich interessieren, denn in anderen GUS-Ländern gab es die geschlossenen Aktiengesellschaften auch, die wurden aber abgeschafft. In Russland vor circa 5-6 Jahren, in der Ukraine bereits vor über 10 Jahren. Gibt es da ein Bestreben, hier vielleicht eine gewisse Doppelung zwischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung und geschlossenen Aktiengesellschaften zu beseitigen? Oder ist das eine dauerhafte Lösung? Und was käme besser eher in Betracht für eine Tochtergesellschaft? Also wie gesagt, es kommt drauf an, im Moment sind alle, also die Besteuerung bei Dividenden auf geschlossene Aktiengesellschaften ist auf Null gesetzt. Das bedeutet, man kann faktisch das Einkommen da oder die Dividende da faktisch steuerfrei dann abziehen. Das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zum Beispiel zu MMG, zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Ich kann aber nicht heute ausschließen, vor allem, wie ich schon erwähnt habe, ein Reformentwurf liegt schon seit Jahren in der Schublade, dass dieses Vorhaben nicht irgendwann mal reaktiviert wird und dass in diesem Fall dann diese geschlossenen Aktiengesellschaften dann irgendwie umgewandelt werden müssen. Ich glaube aber es gab so ähnliche Entwicklungen, zum Beispiel mit Kolchosen und anderen Formen der kollektiven Wirtschaft, das lief aber ziemlich einfach, also das quasi automatisch, man musste einen kurzen Antrag stellen und man war von einer Gesellschaftsform in die andere faktisch dann überführt. Und ich glaube, das sollte auch bei den geschlossenen Aktiengesellschaften, insbesondere wenn man beachtet, wie ähnlich sie denn beschränkt, also Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind, auch unproblematisch sein. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Unternehmensgründung jetzt in Kasachstan.
Wie die gute Platzierung im Doing Business Bericht schon zeigt, geht das auch hier schnell und relativ preiswert. Also Sie sehen relativ niedrige Anforderungen an das Mindeststammkapital, wobei kleine Unternehmen hier sogar gar kein Mindeststammkapital vorweisen müssen. Es ist auch die Gründung einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft möglich. Allerdings gibt es hier eine Einschränkung: Wenn das Mutterhaus, die ausländische Muttergesellschaft, auch ihrerseits eine 100-prozentige Tochter ist, also nur einen Gesellschafter oder Aktionär hat, dann ist die Gründung einer Ein-Personen-Gesellschaft in Kasachstan nicht möglich. Also hier bietet sich die praktische Lösung an, dass man einen zweiten Gesellschafter vor Ort mit einer minimalen Beteiligung dazu nimmt. Ähnlich wie in Deutschland und auch in Aserbaidschan ist auch in Kasachstan die Gesellschaft mit beschränkter Haftung die am weitesten verbreitete Rechtsform bei Unternehmen. Ich möchte hier noch erwähnen, dass die Delegation der deutschen Wirtschaft für Zentralasien hier eine Dienstleistung anbietet und Ihnen bei einer Präsenzgründung oder bei einer Unternehmensgründung in Kasachstan behilflich sein kann. Ähnliches gilt auch im Übrigen für die Unternehmensgründung in Aserbaidschan. Dort kann man sich an die deutsch-aserbaidschanische Auslandshandelskammer wenden. So, Online-Gründung hat Azar Aliyev bereits angesprochen. Das gibt es auch in Kasachstan. Allerdings muss man dafür eine kasachische Business Identification Number, BIN, besitzen. Ich habe hier einen Link angegeben. Dort findet man Informationen zur Unternehmensgründung in mehreren Sprachen, inklusive Englisch. Ich möchte jetzt nicht alle Punkte aufzählen, unter anderem, weil Sie auch diese Präsentation hinterher zugeschickt bekommen. Ich möchte nur auch hier den Zeitfaktor betonen. Es ist ein Werktag für eine Unternehmensgründung vorgesehen und bei KMUs kann es unter bestimmten Voraussetzungen sogar innerhalb einer Stunde im Online-Modus erfolgen. Eine umsatzsteuerliche Registrierung ist ab einem Jahresumsatz, der in etwa 183.000 Euro entspricht, notwendig. Man kann sich aber auch freiwillig für die Umsatzsteuer registrieren lassen. Insgesamt geht man davon aus, dass die Registrierung, also sowohl beim Justizministerium die eigentliche Registrierung als auch die nachfolgenden Schritte wie Eröffnung des Bankkontos und auch die erwähnte umsatzsteuerliche Registrierung in etwa 3 Wochen in Anspruch nehmen. Falls Sie einen Rechtsberater vor Ort dafür benötigen, haben wir auf unserer Webseite gti.de/recht auch eine Rubrik Anwälte im Ausland. Dort können Sie sich einen deutschsprachigen Anwalt vor Ort finden oder aussuchen. Nun, die andere Option neben einer Gründung einer Tochtergesellschaft ist ja auch die Eröffnung einer Repräsentanz oder Filiale vor Ort. Eine Repräsentanz soll nur Marketing- und Werbeaktivitäten entwickeln und darf keine Einnahmen erzielen, während eine Filiale auch einer kommerziellen Tätigkeit nachgehen darf. Hier ist das Registrierungsverfahren ein bisschen länger. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Repräsentanz und die Filiale im Gegensatz zu einer Tochtergesellschaft vor Ort keine selbstständigen juristischen Personen sind, also nicht selber Träger von Rechten und Pflichten sein können. Und dadurch bleibt es bei der vollen Haftung des ausländischen Mutterhauses für die Tätigkeit der Filiale oder Repräsentanz. Hier habe ich noch die notwendigen Unterlagen für die Eröffnung einer Repräsentanz oder Filiale genannt. Ich möchte nur betonen, dass eine Übersetzung ins Kasachische oder Russische erforderlich ist und für sämtliche Unterlagen eine Apostille einzuholen ist. Dann kommen wir auch bereits zum nächsten Abschnitt, und zwar Verträge im Geschäftsverkehr mit Aserbaidschan. Ja, ich wollte nur kurz vielleicht zu dir zurückkehren auf diese Unternehmensgründung. Also brauchst du jetzt nicht umzuschalten, Dmitri.
Es geht nur darum, dass, ich weiß nicht, wie das in Kasachstan ausschaut, aber in Aserbaidschan, was auch jetzt gerade schön gemacht wurde, dass die Anmeldung der Arbeitnehmer, also der Mitarbeiter zur bei der Sozialversicherung und bei Krankenversicherung, wenn das gegeben ist, insbesondere bei der Sozialversicherung, auch einbezogen ist oder eingegliedert ist in die Unternehmensgründung. Also man faktisch in einem Akt kann man direkt auch eigene Mitarbeiter und deswegen, also dadurch erklärt sich auch diese hohe Platzierung beim Doing Business, dass man praktisch mit einer Handlung, elektronischer Handlung, faktisch auch eigene Mitarbeiter, die man da registrieren will, man kann diese Mitarbeiter dann praktisch bei der Sozialversicherung dann gleich mit anmelden und das kann man am selben Tag sozusagen loslegen und das war eine wesentliche Erleichterung. Weil de facto Situation vorher war so, dass die Gründung war einfach, aber die Anmeldung der Mitarbeiter war kompliziert und effektiv stand Aserbaidschan zwar auch ziemlich hoch bei der Unternehmensgründung, aber effektiv bedeutete das, dass man nicht tatsächlich sofort loslegen konnte, weil die Mitarbeiter gar nicht dann bei der Sozialversicherung dann angemeldet waren. Okay, nun zu den Verträgen in Aserbaidschan. Also, aserbaidschanisches ZGB war damals entwickelt worden mit der starken Unterstützung der Europäischen Union und die Europäische Union im Rahmen des TASIS-Projekts hat deutsche Anwälte damals, soweit ich das mitbekommen habe, beauftragt, das aserbaidschanische ZGB zu entwickeln und deswegen ist es nicht überraschend, dass das aserbaidschanische ZGB dem deutschen BGB in vielen Teilen ähnlich ist. Es gibt aber man sollte aber zwei Vorbehalte sofort dann berücksichtigen. Erstens, es gibt teilweise Vorschriften, die aus dem russischen ZGB oder Modellzivilgesetzbuch der Gutsstaaten hineinkamen und sehr starker rechtskultureller russischer Einfluss. Und deswegen würde ich davor warnen, wenn man so sehr ähnliche Vorschriften wie im deutschen BGB sieht, die sofort so auszulegen, also als ob das in Aserbaidschan genauso gegolten hätte. Das ist oft nicht so und deswegen, man muss tatsächlich sich beraten lassen, ob das genau das Gleiche bedeutet, wenn auch das faktisch dann wortgleich ist, wie das in Aserbaidschan, also im deutschen BGB der Fall ist oder beziehungsweise in der deutschen Rechtspraxis. Aserbaidschan hat FISC, also UN-Kaufrechtsübereinkommen, auch unterzeichnet. 2016 ist er Mitglied geworden und deswegen, sobald man Kaufverträge zwischen Deutschland und Aserbaidschan schließt und UN-Kaufrecht nicht ausschließlich, also ausschließlich nicht faktisch abwählt, dann werden die Verträge, die Kaufverträge insbesondere durch UN-Kaufrecht geregelt. Was bisschen untypisch in Aserbaidschan ist, dass es gibt also viele AGBs, die gibt es viele überall, aber auch viele formularmäßige Verträge, die sich nur sehr schwer verändern lassen. Das betrifft aber auch zum Beispiel notarielle Urkunden, was ziemlich ungewöhnlich ist. Also die Notare, aber auch öffentliche Hand, die haben so vorgegebene Formen, die teilweise nicht so gut entwickelt wurden und mit denen die lässt sich nur sehr schwer so Änderungen aufnehmen und deswegen, das kann ein bisschen aufwendig sein, die Leute dazu zu bewegen, von diesen festgelegten Formen abzuweichen. Das ist aber möglich, man sollte das trotzdem versuchen und man bleibt nicht immer ohne Erfolg sozusagen. Verträge sind nur dann effektiv, wenn auch die Rechtsdurchsetzung effektiv funktionieren kann. Und hier muss man leider sagen, dass das Gerichtswesen ein großes Problem in Aserbaidschan bis heute darstellt. Das oberste Gericht hat in den letzten Jahrzehnten ziemlich passive Rolle übernommen und faktisch die Führungsrolle an das Verfassungsgericht abgegeben. Und das Verfassungsgericht ist zu einem so einem super obersten Gericht aufgestiegen. Da gibt es auch durchaus interessante Entscheidungen vom Verfassungsgericht, aber viele Fragen bleiben doch offen in der Praxis. Hier muss man aber sagen,
Also mit Blick auf das Gerichtswesen, da wurden vor wenigen Jahren tatsächlich, also vorletztes und letzten Jahr, wurden große Reformen angestoßen. Ich werde noch über die Reformen sprechen. Beim Zollwesen, Steuerwesen, da hat schon sich viel bewegt und man hat bestimmt große Fortschritte schon erzielt, praktisch auch dann in der Umsetzung tatsächlich. Beim Gerichtswesen, die Reformen wurden erst angestoßen und es bleibt uns nur zu hoffen, dass das genauso effektiv wie an anderen Bereichen, insbesondere bei der öffentlichen Verwaltung, geklappt hat, auch im Gerichtswesen klappt. Rein formell, freie Rechtswahl möglich. Man kann faktisch jede Rechtsordnung frei wählen. Man muss aber auch beachten, wenn die Fälle vor dem aserbaidschanischen Gericht landen, dann werden viele Vorschriften des aserbaidschanischen Rechts dann als zwingend qualifiziert und trotz der freien Rechtswahl dann faktisch zur Anwendung kommen. Aus der Rechtspraxis kann ich Ihnen berichten, dass es gibt nur wenige Streitigkeiten aus den Verträgen. Ich kann nicht sagen, woran das liegt, aber es sind tatsächlich, wenn man die Rechtspraxis anschaut, die meisten Streitigkeiten, das sind eher Kreditverträge, aber das ist Verbraucherkredite meistens. Und auch viele Streitigkeiten sind es im Bereich von Liegenschaftsrecht, sage ich mal. Dagegen aber, wenn wir schauen, wie viel Bautätigkeit in Aserbaidschan entfalten wurde in den letzten Jahrzehnten, da gibt es kaum wirklich Rechtsprechung zu Bausachen. Das wundert mich, ich kann das wirklich aber nicht erklären. Und wie ich schon gesagt habe, die Justizreform ist gerade angelaufen. Die ersten Ergebnisse, also wirklich die allerersten Ergebnisse sind bereits sichtbar. Aber ich bin noch nicht so weit, um zu sagen, ja, das hat funktioniert genauso, wie das in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Unternehmensgründung, bei Verwaltung auch funktioniert hat. Da brauchen, glaube ich, nur wir noch 1-2 Jahre, um die endgültige Schlüsse hier ziehen zu können. Nächste Slide, bitte. Ich habe schon gesagt, Handelsregister ist öffentlich und auch elektronisch zugänglich. Sie sehen jetzt hier gerade die entsprechenden Link. Man kann da nach Namen oder auch nach der Identifikationsnummer nach Gesellschaften suchen. Es fehlen allerdings Informationen über die Gesellschaft, also die Gesellschafterstrukturen kann man leider nicht durchblicken. Ansonsten hat man die Informationen, die man normalerweise so hat. Sobald man aber ein begründetes Interesse hat, über die Gesellschaft Informationen zu erfahren, kommt man auch an diese Informationen heran. Vielleicht auch interessant, die Bonitätsauskunft seit 2013 funktioniert in Aserbaidschan, ein zentraler Kreditregister und man kann da Auskunft einholen. Die Personen selbst, also die jetzt über sich selbst eine Bonitätsauskunft einholen wollen, bezahlen dafür nur 50 Cent und damit können sich ausweisen, wie die Lage mit den Krediten und beziehungsweise mit Verbindlichkeiten da ausschaut. Kurz noch wollte ich nochmal eingehen in die Frage über das Vertragsrecht in den Pandemiezeiten. Ich glaube, das ist weltweit noch zu früh, darüber zu sprechen, weil erst jetzt laufen die ersten Fälle an und es wird noch eine Weile dauern, bis man so ein bisschen Rechtssicherheit in diesen Sachen dann gewinnen kann. Was ich sagen will aber, man hat hier ziemlich unübersichtliche Lage im aserbaidschanischen Zivilrecht, was die Unmöglichkeit und Force Majeure betrifft. Darüber hat auch Mitri in seinem Überblick geschrieben, unter der Link hier auch dann zu finden. Die Fragen gehen aber auch tiefer und es hat damit zusammen, also das liegt damit zusammen, dass sowohl das russische Modell als auch das deutsche Modell im aserbaidschanischen ZGB präsent sind und man weiß es noch nicht, welchen der Überhand praktisch dann gewinnt. Man muss einfach die Gerichtsentscheidungen abwarten. Was aber die Änderung der Geschäftsgrundlage angeht, da gibt es schon eine gute Rechtsprechung, also verlässliche Rechtsprechung des aserbaidschanischen Verfassungsgerichts. Und das Verfassungsgericht hat das ziemlich eng ausgelegt, so ähnlich wie in Deutschland.
Und da kann man so Pi mal Daumen auf die deutsche Rechtsprechung so ungefähr oder Vorstellung, die deutsche Konzepte sind da vergleichbar. So viel zu den Verträgen, glaube ich, meinerseits, Dmitri. Ja, dann kommen wir auch zum selben Kapitel, aber betreffend Kasachstan. Hier nur ein paar Bullet Points zum Thema. Also auch in Kasachstan ist die Möglichkeit der Rechtswahl anerkannt. Sie können also in Ihrem Vertrag das anwendbare Recht vereinbaren, zum Beispiel mit der Formulierung, es gilt deutsches Recht. Wenn Sie es nicht tun, wenn Sie in Ihrem Vertrag keine Rechtswahlklausel haben, dann gilt das Recht des Staates, das die engste Verbindung zum Sachverhalt hat. Also wenn Sie Exporteur sind, dann kommt es auch ohne eine Rechtswahlklausel zugunsten deutschen Rechts zur Geltung des deutschen Rechts. Wie bereits erwähnt, ist Deutschland Vertragsstaat des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Das bedeutet, dass dieses Übereinkommen automatisch als automatisch Anwendung findet, wenn Sie es egal aus welchen Gründen ausschließen möchten, sollte man es auch entsprechend vorsehen, zum Beispiel mit der Formulierung, es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Kasachstan ist dagegen dem UN-Kaufrechtsübereinkommen bislang nicht beigetreten. Ansonsten, der Vertrag wird häufig zweisprachig verfasst. Hier sollte man Unsicherheiten vermeiden, indem man die maßgebliche Sprachfassung dann auch im Vertrag festlegt. Zum Beispiel durch die Formulierung bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der russischen Fassung ist die deutsche Fassung maßgebend. Wichtig ist auch, dass in Kasachstan bislang deutsche Gerichtsurteile nicht anerkannt und nicht vollstreckt werden konnten. Deswegen eine Gerichtsstandsvereinbarung im Vertrag oder in Ihren AGBs macht nur dann Sinn, wenn Sie das entsprechende Gerichtsurteil vor einem deutschen Gericht erlassen, dann auch vollstrecken können. Das setzt voraus, dass Ihr Geschäftspartner über Vermögen in Deutschland oder im EU-Ausland besitzt, in das vollstreckt werden könnte. Dagegen sind Schiedssprüche dank der Geltung des New Yorker Übereinkommens in Kasachstan und über 160 anderen Ländern vollstreckbar. Wenn Sie also deswegen empfiehlt sich die Aufnahme einer Schiedsklausel in Ihren Vertrag, weil das die Vollstreckbarkeit auch in Kasachstan sichert. Auch ein paar Worte zu der gegenwärtigen Situation, in der Lieferketten gestört werden und es zu Liefer- und Zahlungsausfällen kommen kann aufgrund der Pandemie. Hier sollte man zunächst einen Blick in den Vertrag werfen. Häufig enthalten Verträge eine sogenannte Force-Majeure-Klausel. Da sollte man also schauen, was ist darin geregelt. Ist dort vielleicht von einer Epidemie die Rede oder von behördlichen Anordnungen oder Unternehmensschließungen? Und welche konkreten Folgen knüpft der Vertragstext an diese Tatbestände? Da kann auch von einer Benachrichtigungspflicht des Geschäftspartners und auch von einer Schadensminimierungspflicht die Rede sein. In solchen Fällen empfiehlt sich eine Vertragsanpassung, zum Beispiel Verlängerung von Zahlungsfristen. Wenn das alles nicht weiterhilft, wenn Sie zum Beispiel keine entsprechende Klausel haben oder sich mit der Gegenpartei nicht einigen können, dann muss man erstmal ermitteln, welches Recht Anwendung findet, ob das deutsche nationale Recht, also BGB, HGB oder das kasachische Zivilgesetzbuch oder auch das UN-Kaufrecht, dort Artikel 79. Wichtig zu wissen ist, dass Force-Majeure-Umstände nicht von der Leistungspflicht als solcher befreien, sondern nur von der Haftung für Nicht- und Schlechtleistung, also zum Beispiel eine Vertragsstrafe. Ansonsten ist auf konkrete Auswirkungen auf eine vertragliche Pflicht abzustellen. Hier hat das kasachische oberste Gericht auch einige Erläuterungen vor eineinhalb Monaten geliefert. Darin ist die Rede davon, dass der vom Präsidenten angeordnete Notstand angesichts der Pandemie durchaus die Voraussetzungen von Force-Majeure-Umständen erfüllen kann. Und es dadurch auch zur Befreiung von Schadensersatzansprüchen und Vertragsstrafen für Nicht- oder Schlecht- oder Spätleistung kommt. Hier empfiehlt das Gericht auch tatsächlich eine entsprechende Anpassung des Vertrages, Verlängerung der entsprechenden Fristen
und empfiehlt auch, sich an die Regeln der Geschäftsethik zu halten und Streitigkeiten nach Möglichkeit einvernehmlich beizulegen. Man soll also die Situation nicht ausnutzen, sondern möglichst ohne Eingang vors Gericht die Konfliktsituation lösen. Ansonsten noch eine Besonderheit, dass viele, die für Kasachstan gilt, aber auch für viele Länder der Region, die Zentral-IHK oder wie sie in Kasachstan heißt, Nationale Unternehmerkammer, kann Bescheinigungen ausstellen, die das Vorliegen von Umständen höherer Gewalt bestätigt. Man hat allerdings die Ausstellung einer solchen Bescheinigung in folgenden Situationen abgelehnt. Die Pflichtverletzung seitens des kasachischen Geschäftspartners erfolgte bereits vor Verhängung des Notstandes. Währungsschwankungen wurden auch nicht als solche anerkannt. Oder auch gesunkene Nachfrage auf Produkte wurde jeweils verneint. Eine solche Bescheinigung kann in einem gerichtlichen Verfahren verwendet werden, bindet das Gericht oder Schiedsgericht jedenfalls aber nicht, garantiert also keine Haftungsbefreiung. Ich möchte an dieser Stelle auch auf unsere Serie zu Coronavirus und Verträge aufmerksam machen, die unter diesem Shortlink abrufbar ist. Neben Aserbaidschan und Kasachstan finden Sie dort auch Kurzberichte zu rund 50 anderen Ländern. Damit kommen wir zum Thema Rechtsverfolgung und wir fangen wieder mit Aserbaidschan an. Ja, danke, Dmitri. Also, was soll man zu Aserbaidschan hier sagen? Ich habe schon eingangs erwähnt, dass Gerichtswesen eines der problematischsten Felder in Aserbaidschan ist im Moment auch und bleibt immer noch, obwohl wir auch dann aber jetzt gerade die Reformen erleben und ich bin gespannt, zu welchem Erfolg sie uns führen werden. In jedem Fall aber muss man sagen, dass die Gerichtsverfahren sind sehr schnell. Aber das bedeutet, dass auch darunter leidet die Qualität. Also wenn man innerhalb von wenigen Monaten schon eine Gerichtsentscheidung hat, das bedeutet, das Gericht hatte wenig Zeit, sich mit dem Fall zu befassen. Und die Gerichte, weil also Zugang zur Justiz ist sehr niedrig, die Gerichtskosten sind sehr niedrig, die Gerichte sind faktisch überlastet und die können wirklich damit nicht, kommen nicht klar und die einfach am laufenden Band produzieren irgendwelche Entscheidungen. Die Vollstreckung von Urteilen könnte problematisch sein, muss aber nicht. Es kommt immer drauf an. Insgesamt der Vollstreckungswesen ist staatlich, war mal privatisiert und wieder verstaatlicht. Also man findet keinen effektiven Weg bei der Vollstreckung. Also das ist aber ein Phänomen, was man in allen post-sowjetischen Staaten hat. Die Kasachen, soweit ich das weiß, sind wieder zum privaten Vollstrecker, also zum privaten Vollstreckungswesen übergegangen. Und haben Positives berichtet, wobei muss man da schauen, also die langfristige Erfahrung, glaube ich, fehlt noch so ein bisschen. Hier muss man sagen, dass im Unterschied zu Kasachstan, ich gehe davon aus, es ist noch nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass die Gegenseitigkeit zwischen Deutschland und Aserbaidschan verbürgt ist. Das liegt daran, dass Landgericht Bremen eine Entscheidung aserbaidschanischen Gerichts anerkannt und dementsprechend dann zu vollstrecken freigegeben hat und damit oder vollstreckungsfähig erklärt hat und damit eine Entscheidung aus Aserbaidschan anerkannt hat. Und Aserbaidschan seinerseits erkennt auch das Prinzip der Gegenseitigkeit und es gab schon bereits Entscheidungen aus anderen Jurisdiktionen, wo so ähnlich wie mit Deutschland gelaufen ist. Und ich gehe davon aus, dass auch eine deutsche Entscheidung in Aserbaidschan anerkannt und vollstreckt werden kann. Ich muss aber hier nur kurz darauf hinweisen, dass man sollte insbesondere bei Formalitäten, so insbesondere bei der Zustellung von Dokumenten aus den deutschen Gerichten an aserbaidschanische Prozessbeteiligten, sehr aufmerksam sein, weil das sind die meisten Fälle, in denen dann Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Urteilen versagt wird. Dazu komme ich aber gleich nochmal.
Wir haben in Aserbaidschan auch im Unterschied zu Kasachstan eine funktionierende Verwaltungsgerichtsbarkeit und Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsprozessordnung in Aserbaidschan sind der deutschen sehr ähnlich. Hier auch, also vielleicht weniger entwickelt, aber die Konzepte wurden fast eins zu eins übernommen. Seit dem Jahre 2011, 12 gilt das Ganze. Und da ist man so, arbeitet man mit bekannten oder gut bekannten praktisch Instrumenten und das macht das Leben so ein bisschen einfacher und verständlicher für einen deutschen Geschäftspartner. Auch das Gleiche gilt für das aserbaidschanische Zivilprozesskodex oder Zivilprozessordnung, könnte man das nennen. Hier gibt es auch viele Instrumente, die aus dem Deutschen ähnlich sind, aber auch wiederum wie im Zivilgesetzbuch selbst sehr starke rechtskulturelle russische Einfluss, deswegen sollte man hier doch ein bisschen aufpassen. Es ist nicht so ähnlich wie im Verwaltungsrecht und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Nächste Folie, bitte. Was Schiedsklauseln, Schiedsverfahren angeht, dann ist Aserbaidschan grundsätzlich eine schiedsfreundliche Jurisdiktion. Aserbaidschan ist Mitgliedstaat des New Yorker Übereinkommens. Aserbaidschan hat das UNCITRAL-Modellgesetz umgesetzt. Wir sind auch Mitglied der Europäischen Schiedskonvention. Man muss aber hier aufpassen, dass gerade an Formalitäten über viele Jahre Anerkennungs- und Vollstreckungsersuche dann gescheitert sind, weil die Zustellungsvoraussetzungen, also wie informiert man faktisch die Gegenseite über ein Verfahren in Aserbaidschan, waren so strikt, dass letztendlich die kaum umsetzbar waren und in vielen Fällen wurde die Anerkennung und Vollstreckung aus diesen Gründen versagt. Dagegen aber, es gibt keine einzige Entscheidung, wo man auf Ordre Publique, auf diese allgemeine Gründe, auf Public Policy zurückgreift, was auch positiv zu bewerten ist. Das ist unterschiedlich, also anders in vielen anderen post-sowjetischen Staaten. Was die Zustellungssachen angeht, da hat sich auch was bewegt. Und zwar, es gab eine Trendwende mit der Entscheidung Foscadeo des Verfassungsgerichts, wo das aserbaidschanische Verfassungsgericht die Anforderungen an die Zustellung wesentlich herabgesetzt hat in Bezug auf Schiedsverfahren und diese Entscheidung können Sie, oder beziehungsweise einen Bericht zu dieser Entscheidung können Sie gerade auf die UNCITRAL-Seite nochmal lesen und schauen, was dazu gesagt wird. Man geht davon aus, dass künftig viel einfacher die ausländische Schiedsentscheidungen, Schiedsurteile werden in Aserbaidschan noch viel einfacher anerkannt und vollstreckt. Wichtig ist auch, dass Anerkennung und Vollstreckung in der Zuständigkeit des obersten Gerichts, also diese Sachen sind in der ausschließlichen Zuständigkeit des obersten Gerichts und dadurch ergibt sich Phänomen, dass man hat gut ausgebildete Richter, die sich mit diesen Fragen dann praktisch befassen und das verspricht auch bessere Chancen, als diese Sachen dann irgendwie zerstreut wären durch das ganze Land und gelegentlich ein oder andere Richter sich damit befasst hätte. Ganz, ganz wichtig, und darauf wollte ich nochmal Ihre Aufmerksamkeit ziehen, im Moment ist kein nationales Schiedsverfahren in Aserbaidschan möglich. Das bedeutet, wenn ein deutsches Unternehmen in Aserbaidschan eine Tochter gründet und diese Tochter schließt einen Vertrag mit einem aserbaidschanischen Unternehmen, dann sollte also oder dürfte in diesem Fall eigentlich keine Schiedsklausel vereinbart werden, eine aserbaidschanische Schiedsklausel vereinbart werden, aber weil das wird nicht anerkannt, also in Aserbaidschan. Obwohl, also das ist auch ein Rechtsstreit, den ich jetzt hier nicht vertiefen will, de facto Situation ist, dass die staatlichen Gerichte sehen, wir haben keine ausreichende gesetzliche Grundlage dafür. Ich hatte einmal einen Fall erlebt, nur kurz wollte ich berichten, was man jetzt so zu beachten hat. Das war eine englische Limited, die mit einem aserbaidschanischen Unternehmen einen Vertrag geschlossen hat, über mehrere Jahre dann faktisch mit einer Schiedsklausel, über mehrere Jahre dann faktisch erfolgreich diesen Vertrag dann
auch dann wahrgenommen und durchgeführt. Und irgendwann hat dieser Limited in Aserbaidschan eine Tochtergesellschaft gegründet und diesen Vertrag auf diese Tochtergesellschaft übertragen. Und dann kam das zu einer Streitigkeit. Und das hat dann allen Parteien viel Nerven gekostet, weil Schiedsverfahren war möglich, unmöglich, das war unklar. Auch englisches Schiedsverfahren war in Frage gestellt. Aber auch insbesondere die Anerkennung und Vollstreckung des Urteils in Aserbaidschan war unter dem großen Fragezeichen. Deswegen muss man hier so ein bisschen kreativer sein. Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Schiedsklauseln sind durchaus zu empfehlen, aber in jedem Fall, wie aber immer, eine eingehende Prüfung von Alternativen und von der Gesamtsituation für diesen konkreten Sachverhalt, für diesen konkreten Vertrag ist unbedingt erforderlich. Also so viel dazu. Dmitri, ich gebe an dich weiter. Ja, vielen Dank. Und dann noch ein paar Aspekte zur Rechtsverfolgung im Geschäftsverkehr mit Kasachstan. Ich habe es bereits erwähnt, die Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen aus dem Ausland findet im Verhältnis zu Deutschland nicht statt. Deswegen hat man als deutscher Unternehmer die Auswahl, ob man sich die Klagemöglichkeit vor kasachischen staatlichen Gerichten vorbehält oder ob man eine Schiedsklausel im Vertrag abstimmt. In Kasachstan wären diese beiden Schiedsinstitutionen zu nennen, der kasachische internationale Schiedsgerichtshof und auch ein entsprechendes Schiedsgericht bei der nationalen Unternehmerkammer. Im Zweifel dürfte aus der Sicht eines deutschen Unternehmens eine Schiedsklausel zugunsten einer Schiedsinstitution in Europa oder gar in Deutschland, zum Beispiel die deutsche Schiedsinstitution für Schiedsgerichtsbarkeit, die bevorzugte Alternative sein. Wenn Sie sich für das Thema interessieren, darf ich Sie auf unser Special aufmerksam machen zum Thema Schiedsgerichtsbarkeit, gthi.de/Schiedsgerichtsbarkeit mit Informationen und Interviews in diesem Bereich. Vielleicht einigen von Ihnen bereits bekannt, eine interessante Entwicklung. Man hat am Internationalen Finanzzentrum in Astana, jetzt Nur-Sultan, aber das Zentrum heißt nach wie vor Astana, hat man ein Gericht gegründet, das 2018 seine Tätigkeit aufgenommen hat, das sich interessanterweise nach Common Law Grundsätzen orientiert und mit englischen Richtern besetzt ist. Man wollte hier, also hier ist deutlich der Wille des Staates zu erkennen, ausländischen Investoren jegliches Vertrauen zu signalisieren und dann auch ein unparteiliches, unabhängiges Forum zu bieten. Die Frage stellt sich natürlich, warum muss ein solches Gericht von englischen Richtern besetzt sein und auch nach Common Law Grundsätzen entscheiden und wo doch das kasachische Recht ein kodifiziertes Rechtssystem ist. Hier vermute ich Einfluss der starken englischen juristischen Lobby, Kanzleien und so weiter. Auf jeden Fall eine interessante Erscheinung, die es nicht in jedem Land in dieser Form gibt. Dann noch ein paar Worte zum Marktzugang zu diesen beiden Ländern und hier übergebe ich wieder an Hazar Aliyev. Ja, danke, Dmitri. Also ich versuche mich aus Zeitgründen jetzt knapp zu fassen. Nächste Folie bitte, Dmitri. Genau, sehr kurz, Kasachstan ist Mitglied von der WTO, der Eurasischen Wirtschaftsunion und der US-Freihandelszone, hat auch ein Kooperationsabkommen mit der Europäischen Union. Man sieht, Kasachstan fährt diese Politik, versucht möglichst offen zu sein und auch in diesen Handelsbeziehungen. Dagegen, Aserbaidschan ist seit Jahren führt Verhandlungen über den WTO-Beitritt und da gab es auch mehrmals schon, Aserbaidschan hat bekannt gegeben, dass Beitritt zu WTO ist jetzt nicht das absolute Ziel von Aserbaidschan. Wir müssen erstmal unsere Wirtschaft intern stärken, bevor wir diese faktisch unseren Markt für den ausländischen Partner dann öffnen. Deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass kurzfristig Aserbaidschan der Welthandelsorganisation beitritt. Obwohl, das kann man auch nicht wissen. Ich komme gleich nochmal dazu, weil gerade das große Änderungen im Wirtschaftsministerium gab und wir haben seit eineinhalb Jahren einen neuen Wirtschaftsminister hier. Das kann doch einiges noch in Bewegung kommen. Aserbaidschan ist nicht Wirtschaft der Eurasischen Wirtschaftsunion mit Russland, Belarus und Kasachstan, Armenien und Kirgisistan.
Es hat aber auch dann genauso ähnliche Gründe wie mit der Welthandelsorganisation. Und hier muss man nur sagen, dass auch die Eurasische Wirtschaftsunion in sich, darüber wurde auch viel geschrieben, auch auf Deutsch und Englisch, ist in Wirklichkeit keine Wirtschaftsunion im Sinne, weil gerade sogar die Zollunion hat so viele Ausnahmen, dass das der gemeinsame Markt nicht ordentlich funktioniert. Deswegen, da müsste man so ein bisschen aufpassen bei bestimmten Branchen, dass man da nicht die Vorteile, die man sich erhofft, da tatsächlich auch erschließen kann. Aserbaidschan führt auch Verhandlungen mit der EU und hier ist auch genau Handel ist eine der strittigen Themen. Aserbaidschan will nicht eigenen Markt für den europäischen Unternehmen öffnen oder bedingungslos öffnen. Insbesondere es geht um die Agrarwirtschaft, wo Aserbaidschan auch jetzt gerade sehr viel investiert, um die Agrarwirtschaft zu fördern. So, Ziele sind so ähnlich, in Aserbaidschan und Kasachstan sind ähnlich, beide sind Ölwirtschaften, beide haben Geld, um eigenen Hersteller zu schützen, zugleich aber das ist Fluch, weil die Wirtschaft ist überhitzt mit so viel Geld und es ist sehr schwierig, eine herstellende Wirtschaft in Aserbaidschan oder aber auch in Kasachstan zu entwickeln. Deswegen gibt es auch viele Einschränkungen, insbesondere zum Beispiel Local Content Requirements in Kasachstan, aber auch dann in Aserbaidschan die Förderung, sehr starke Förderung des nationalen Herstellers, Subventionen in der Agrarwirtschaft und in den anderen Sektoren. Für die beiden Länder lässt sich auch sagen, dass es gibt beachtliche Fortschritte im Zoll- und Steuerwesen und das ist nicht nur das, was faktisch in diesen schönen Rankings geschrieben wird, sondern es wird eine andere Kultur gelebt mittlerweile, dass man dann ganz anderes mit Zoll- und Steuersachen dann umgehen kann, transparent wirtschaften kann, was noch vor wenigen Jahren doch noch so nicht möglich war. Nächste Folie bitte. Beide Länder haben zahlreiche Investitionsschutzabkommen, auch mit Deutschland. Wie ich schon vorher erwähnt habe, es gibt beachtliche Subventionen in den beiden Ländern für die Agrarwirtschaft. Deswegen, das könnte auch in Betracht gezogen werden bei dem Einzug auf diese Märkte. Und man muss beachten, dass es gibt Verbot des Landeigentums für Ausländer, nicht aber des Gebäudeeigentums. Man faktisch kann über eine Wohnung oder auch ein Gebäude im Eigentum haben, aber keine Grundstücke. Und das lässt sich trennen in diesen Jurisdiktionen. Was ich noch erwähnen wollte, das ist ziemlich unübersichtlicher Markt der beratenden Berufe, Anwälte, Steuerberater und so weiter. Deswegen, man sollte sich tatsächlich gut beraten lassen, wenn man als Berater nimmt. Da gibt es auch sehr viel, also die hohen Preise bedeuten nicht immer gute Qualität einerseits, aber auf der anderen Seite auch die Qualitätskriterien sind noch nicht so herausgearbeitet wie so üblich und die Berufe sind auch nicht so geschützt, wie man das in Deutschland üblich hat. Dagegen, was sehr positiv läuft, das muss man auch sagen, das ist die Verwaltung in beiden Ländern, insbesondere diese Ebene, so untere Ebene der Verwaltung und mittlere Ebene der Verwaltung, das ist wirklich, ich würde mal sagen, perfekt. Wenn man insbesondere mit Deutschland vergleicht, man hat so ASAN, diese Struktur, ASAN Hidmet, ASAN Kommunal in Aserbaidschan oder ZON, Zentren für Dienstleistung an Bevölkerung in Kasachstan. Und de facto, man geht da einmal rein, an einem faktisch Nachmittag oder Vormittag, man kann alles beantragen und ein, zwei Tage später hat man alles Mögliche über 100, also wirklich ich glaube, bei ASAN Hidmet dann sind knapp 200 verschiedenste Dienstleistungen, einschließlich Lizenzen, Anschlüsse an die öffentlichen Infrastruktur und so weiter. Alles kann da beantragt werden, sehr schnell und sehr effektiv und vor allem sehr transparent auch. Und vor allem das ganz andere Struktur der Hilfsbereitschaft der Verwaltung, wo man merkt, dass die Verwaltung versucht, einen tatsächlich auch zu unterstützen. Es gibt durchaus starke Strukturen, nationale Strukturen zur Förderung der von ausländischen Investoren.
die muss man auch dann beachten, wenn man sich entscheidet, auf diesen Märkten aktiv zu sein. Kurz wollte ich noch auf die Frage von Freiwirtschaftszonen und Industrieparks eingehen. Dimitri hat schon Astana International Financial Center erwähnt. Es gibt auch in Aserbaidschan, jetzt nicht ganz gleiche, aber eine ähnliche Struktur, das ist die Freiwirtschaftszone Alat. Das ist ein Hafen und da kann man auch ein Unternehmen gründen unter vereinfachten Bedingungen und da gelten auch Sonderregeln, auch Rechtswahl ist viel einfacher und viele andere Aspekte gelten da. Die sind aber nicht Astana International Financial Center. Zu beachten sind aber auch die Industrieparks zum Beispiel, die jetzt in Aserbaidschan in verschiedenen Städten gegründet wurden, wo man sich schnell und einfach an Infrastruktur anschließen lassen kann und dann faktisch etwas bauen und etwas herstellen kann, was man normalerweise mit viel mehr Aufwand verbunden wäre, wenn man außerhalb von diesen Industrieparks ist. So viel dazu zum Marktzugang. Ich gebe an dich weiter, Dmitri. Ja, vielen Dank, Azar. Mit Blick auf die Zeit, ein kurzer Hinweis, leider müssen wir ein paar Minuten überziehen. Wir bitten um Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Geduld. Deswegen nur ganz kurz zu den Investitionsrahmenbedingungen in Kasachstan. Hier möchte ich die 13 bestehenden Sonderwirtschaftszonen besonders hervorheben, wo besondere Steuer- und Zollbedingungen gelten. Es gibt auch ein umfassendes Portal in englischer Sprache dazu. Der Rechtsrahmen bietet auch die Möglichkeit für öffentlich-private Partnerschaften in diesem Bereich, also PPP und so weiter. Und dann ansonsten möchte ich Sie auf unsere recht kompakte Reihe verweisen, die wir auch zu Aserbaidschan und Kasachstan auf unserer Webseite kostenfrei zur Verfügung stellen. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt unseres Webinars. Wir möchten einige aktuelle Rechtsentwicklungen erwähnen und fangen auch hier mit Aserbaidschan an. Danke, Dmitri. Also, wie ich schon erwähnt habe, es wurden umfassende Reformen im Steuer- und Zollwesen vollzogen, de facto. Wichtige ist aber, das waren nicht nur Reformen, also Law in the Books, das war auch tatsächlich eine neue Kultur, was man jetzt gerade erlebt in diesen zwei Bereichen. Und das ist viel, viel transparenter und besser geworden. Klar gibt es auch große Probleme immer noch, aber das ist überhaupt kein Vergleich, was da vorher herrschte. Und also ich bin im Moment noch vorsichtig optimistisch, dass das noch sich verbessern wird. Aber in jedem Fall, was man gerade erlebt, das war für mich, ich habe damit nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor 4, 5 Jahren hätte ich mir sowas nicht vorstellen können, was jetzt gerade hier gelaufen ist. Das war verbunden zusammen mit den strukturellen Reformen. Der gesamte Wirtschaftsflügel der Regierung wurde faktisch umgeworfen. Und man hat ein übermächtiges Wirtschaftsministerium geschaffen, wo auch die Steuerbehörde faktisch da einbezogen ist. Und das bedeutet, die Steuerbehörde steht unter dem Wirtschaftsministerium. Also alles ist faktisch ausgerichtet auf die Stärkung der Wirtschaft. Das zeigt alleine, wie das jetzt sozusagen die Machtverhältnisse sozusagen sind oder die Prioritäten eher, nicht die Machtverhältnisse, sondern die Prioritäten sind. Die Freiwirtschaftszone Alat habe ich schon erwähnt. Wichtig sind auch die Reformen im Gerichtswesen, die durch den Erlass des Präsidenten angestoßen wurden und jetzt gerade sehr prominent angelaufen sind. Die Stellen, also die Richterämter am obersten Gericht wurden alle neu besetzt mit jungen, sehr engagierten Richterinnen und Richtern. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich die Früchte trägt. Und es wurden dann auch Handelsgerichte, eigenständige Handelsgerichte gegründet, die faktisch dazu dienen sollen, die Wirtschaftssachen hochprofessionell entscheiden und faktisch dieses Defizit in der Justiz dahin auch beseitigen. Ich habe schon auch die Entscheidung von Poskadeo erwähnt vom Verfassungsgericht. Es bedeutet, Aserbaidschan ist zu viel freundlicheren, schiedsfreundlicheren Jurisdiktion aufgestiegen oder geworden. Und wichtig finde ich auch zu erwähnen, ist das Logistik-Nord-Süd-Korridor, also der Weg von Indien nach Europa über Iran und über Russland und die gesamte, also das ist eine Eisenbahnschiene, das ist Autostraße, das alles ist schon hergestellt
und wird wirklich in wenigen, also da gibt es schon, Probezüge sind schon gelaufen und in wenigen Monaten wird das gesamte Korridor dann faktisch in Betrieb genommen. Und dazu wurden auch ein Paket von verschiedenen internationalen Abkommen mit Iran und Russland einerseits, aber auch umfassende Reformen bei der Besteuerung und Zollabwicklungssachen dann in Kraft gesetzt. So viel dazu, Dmitri. Ja, vielen Dank, Azar. Dann noch ein paar Worte zu den aktuellen Entwicklungen in Kasachstan. Also zum einen, vieles, was an Gesetzgebungsaktivitäten zu beobachten ist, ist auf ein Strategiepapier Kasachstan 2050 zurückzuführen. Das war eine Zielsetzung des ausgeschiedenen Staatspräsidenten Nazarbayev gewesen. Sieht vor, dass Kasachstan sich bis zum Jahre 2050 unter die Top 30 Ländern der Welt positioniert, und zwar beides in Sachen Wirtschaftsentwicklung als auch Lebensstandard. Es gibt auch einen kleineren Entwicklungsplan, also quasi als Zwischenschritt gedacht, bis zum Jahre 2025. Also da haben wir es mit Exportförderung zu tun, Privatwirtschaft, technologische Erneuerung, Digitalisierung, Rechtsstaat ohne Korruption und ähnliche Ziele. Ansonsten, Sprachpolitik ist eine interessante Entwicklung. Präsident Nazarbayev hat im Jahre 17 angeordnet, dass man vom kyrillischen Alphabet sich verabschiedet und zur Schreibweise in lateinischen Buchstaben übergeht in der kasachischen Sprache. Hier gilt eine Übergangsfrist bis zum Jahre 2025. Es gibt hier auch einige Indikatoren, Erfolgsindikatoren. So möchte man, dass die Bevölkerung des Landes der Amtssprache mächtig ist, also Kasachisch und nicht nur Russisch. Auch die Medieninhalte sollen bald mehrheitlich in kasachischer Sprache sein. Stand jetzt sind alle Rechtsvorschriften in kasachischer und russischer Sprache vorhanden. Darüber hinaus möchte ich noch die gute Datenbank hier erwähnen, und zwar diese Adilet. Rechtsdatenbank links unten, wo die wichtigen Gesetze allesamt ins Englische übersetzt sind, was die Arbeit mit ausländischen Rechtsvorschriften natürlich sehr erleichtert. Ansonsten, es gab ein neues Gesetz zu den Sonderwirtschaftszonen. Es gibt, wie bereits erwähnt, 13 davon. Man muss einen entsprechenden Vertrag mit der Verwaltungsgesellschaft abschließen, um sich in einer solchen Sonderwirtschaftszone, also Special Economic Zone, Free Economic Zone, niederzulassen. Dann noch eine weitere Entwicklung, die Visenregulierung hatte Auswirkungen unter anderem auch für Filialen und Repräsentanzen von ausländischen Unternehmen. Diese haben durch die Umstellung den Status von Diviseninländern erhalten und müssen jetzt auch Rechtsgeschäfte mit kasachischen Geschäftspartnern in der Landeswährung Tenge abwickeln. Ausnahmen gelten nach wie vor für Zahlungen unter Filialen und Repräsentanzen sowie für Zahlungen zwischen der Filiale oder Repräsentanz einerseits und der ausländischen Muttergesellschaft andererseits. Diese sind weiterhin in ausländischer Währung, zum Beispiel in Euro, möglich. Noch eine letzte Rechtsentwicklung. Im Mai hat es eine Novelle des Arbeitsgesetzbuches gegeben, zum Beispiel zu befristeten Arbeitsverträgen, die nur noch maximal zweimal verlängert werden dürfen. Und auch der Abschluss oder sämtliche Änderungen des Arbeitsvertrages sind jetzt auch in elektronischer Form mithilfe einer elektronischen Signatur möglich. Und dann hat man auch wahrscheinlich von der Pandemie beeinflusst, eine Vorschrift eingefügt, die Arbeitgeber zu Zahlungen von Gehältern verpflichtet bzw. eine Zinsen vorsieht für Spätzahlung in diesem Bereich. Damit sind wir auch bereits am Ende angelangt. Hier sehen Sie unsere Kontaktdetails. Falls Sie einige der heute behandelten Themen interessant fanden, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren, in meinem Falle auch mich anrufen. Damit übergebe ich an unseren Moderator, Herrn Kemmer, mit der Frage verbunden, ob wir noch die eine oder andere Frage beantworten können, wenn welche eingegangen sind. Ja, vielen Dank an die beiden Referenten für die sehr interessanten Ausführungen und die Präsentation.
Auch wenn wir durchaus schon fortgeschrittene Zeit haben, würde ich doch ganz gerne zumindest noch eine eingegangene Frage an die beiden Referenten stellen. Vielleicht können Sie auch beide dann kurz dazu Stellung nehmen. Wenn man in einem Land in Aserbaidschan oder Kasachstan einen Vertrag schließt mit einem Geschäftspartner dort, welche Schiedsinstitution ist denn konsensfähig? Das heißt, welche Institutionen werden vielleicht am häufigsten vereinbart? Haben Sie da Einblicke und können Sie eine Einschätzung abgeben? Sarah, vielleicht Herr Marenkov oder ja. Also ich kann jetzt mehr zu Aserbaidschan sagen, es kommt immer drauf an, das muss sich auch lohnen, sage ich. Ja, also klar, ICC oder LCIA, London, das sind gute Adressen immer, aber das kostet auch viel Geld und das kommt immer drauf an, welchen Vertrag man gerade geschlossen hat. Also diese Schiedsklauseln sind durchaus üblich, auch in Aserbaidschan, aber wenn es um Ölverträge geht, wenn es um große Verträge geht. Sobald das aber jetzt irgendwo im mittleren Bereich angesiedelt ist, dann würde sich eher vielleicht dann ein Blick auf die anderen Institutionen lohnen. Das muss man hier sagen, dass also die Auswertung von anerkannten und vollstreckten Schiedsurteilen, die ich jetzt durchgeführt habe im Sommer, zeigt, dass es durchaus viele Schiedsurteile aus Moskau, aus dem ICAC und aber auch aus Kiew dann faktisch hier anerkannt und vollstreckt wurden. Und die sind wesentlich günstiger vielleicht. Da kann man auch auf Russisch die Verfahren führen. Und das insbesondere ist das bequem, wenn man in Aserbaidschan durch eine russische Repräsentanz faktisch dann arbeitet. Und das könnte auch dann einen Sinn haben. Man sagt, okay, wir haben eine Repräsentanz oder eine Filiale in Moskau. Und dann ist das für uns einfacher, günstiger und überschaubarer, irgendwie ein Schiedsverfahren in Moskau zum Beispiel, so für einen Schiedsstandort in Moskau zu vereinbaren. Ja, ich darf auch aus meiner Sicht noch kurz hinzufügen, also die bekannteste Schiedsinstitution der Welt ist ja die Internationale Handelskammer ICC, die dürfte sich weltweit überall durchsetzen, ist auch in schwierigeren Märkten vielleicht so eine Art Gütesiegel, dass dann vor Ort auch entsprechender Schiedsspruch leichter anerkannt werden kann, wenn der Schiedsspruch von der ICC kommt. Gleichzeitig ist die ICC ein recht teures Vergnügen. Für kleine Streitwerte muss man sich fragen, ob man sich das leisten möchte. Ansonsten hat sich typischerweise auf Ost-West-Handelsstreitigkeiten das Schiedsinstitut der Stockholmer Handelskammer, SCC, spezialisiert und auch die Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich, WIAG. Sonst kommt natürlich, da stimme ich Azar Aliyev zu, auch eventuell Russland als quasi das Land in der Mitte, als ein gemeinsamer Nenner für diese Zwecke in Betracht. Ja, vielen Dank an beide Referenten für die Antwort. Und ganz zum Schluss, zum Abschluss der Fragerunde, weil wir eben nicht mehr viel Zeit haben, würde ich noch eine allerletzte Frage gerne an Herrn Dr. Aliyev richten. Herr Marenkov hatte bereits zu Kasachstan bei Rechtswahl auch das UN-Kaufrecht angesprochen. Aserbaidschan ist erst relativ spät, Mitte 2017, dem UN-Kaufrechtsübereinkommen beigetreten. Sie waren an der Beratung zum Beitritt beteiligt. Können Sie ganz kurz noch sagen, wie das Verfahren abgelaufen ist und ob es auch Vorbehalte im Land gab dazu? Also ich, vielen Dank also für die Frage. Ich arbeite tatsächlich eng mit UNCTAD zusammen und die waren interessiert, auch in Erfahrung zu bringen, warum das so lange gedauert hat. Und dann haben wir auch einige Besuche organisiert und Treffen mit dem aserbaidschanischen Wirtschaftsministerium. Und da stellte sich heraus, dass es gab schon einmal einen Anlauf. Das Übereinkommen wurde auf Aserbaidschanisch übersetzt. Die Übersetzung fanden dann die Leute im Wirtschaftsministerium nicht so schön. Also die Abstimmung zwischen dem Wirtschafts- und Außenministerium hat so ein bisschen gehapert irgendwo an bestimmten Stellen. Und deswegen blieb das so ein bisschen liegen. Und irgendwann dann, als das nochmal angestoßen wurde, dann hat das funktioniert. Also es gab keine politischen oder anderen Überlegungen da nicht beizutreten. Das waren eher, glaube ich, so allgemeine, so sage ich mal, bürokratische Fasshindernisse. Und so ähnlich schätze ich auch die Situation im Moment mit Kasachstan. Und ich glaube, dass Kasachstan wird auch sich diesem UN-Übereinkommen dann auch irgendwann mal anschließen. Ja, vielen Dank auch dafür, für die Beantwortung.
Dann werden wir an dieser Stelle die Fragerunde beenden und alle Fragen, die jetzt nicht mehr beantwortet werden konnten, die beantworten Ihnen unsere beiden Referenten dann gerne im Nachgang zu diesem Webinar auch persönlich per E-Mail. Dann bleibt mir an dieser Stelle noch Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ihre Aufmerksamkeit zu danken und nochmal den Hinweis zu geben, dass Sie im Anschluss an dieses Webinar einen Link per E-Mail erhalten, unter dem Sie sich die Präsentationsunterlagen herunterladen und die Aufzeichnung auch noch einmal ansehen können. Nun darf ich zum Abschluss auch noch mal kurz einige unserer Produkte erwähnen. Vor allem die Reihe Kompakt möchte ich nennen. Diese ermöglicht Ihnen einen ersten Einblick in das jeweilige ausländische Rechtssystem mit Informationen beispielsweise zum Gesellschaft- oder Arbeitsrecht. Und besonders würden wir uns freuen, wenn Sie über aktuelle Rechtsentwicklungen im Ausland informiert bleiben möchten und dazu unseren Newsletter Recht abonnieren würden. Wir informieren Sie ebenfalls auf unseren Social Media Accounts bei Twitter und LinkedIn, auch das möchte ich Ihnen noch mitgeben, über rechtlich relevante Aspekte für Ihr Auslandsgeschäft und freuen uns auch an dieser Stelle über Ihr Interesse. Folgen Sie uns doch. Ich möchte auch gerne unser anstehendes Webinar noch erwähnen. Dieses findet am 21. Juli statt und zwar um 14 Uhr und wird sich mit den neuesten Entwicklungen rund um den Brexit befassen. Mehr Informationen zu unseren zukünftigen, aber eben auch zu allen vergangenen Webinaren erhalten Sie unter der angegebenen Webseite. Dort finden Sie vor allem auch die Aufzeichnungen vergangener Webinare. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Vielen Dank. Wiederhören. Danke. Tschüss.